Und damit herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Und wir haben jetzt eine wichtige Aufgabe. Wir werden uns neue Insassen holen, aber das machen wir erst gleich. Wir werden es nochmal kurz überprüfen. Ist das alles soweit okay, wie wir das benötigen? Wenn ja, dann legen wir los. Und ich denke, ja. Wir haben ihn noch hier oben. Den sollten wir vielleicht noch nach unten kriegen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie und wohin. Und zwar hierhin. Und, oh, das könnten wir noch kurz machen. Wobei, das können wir auch gleich noch machen. Ich habe mir überlegt, wir setzen ihn hier rein. Wir werden hier nochmal eine Tür dazwischen machen. Oder wir stufen ihn einfach runter. Das können wir auch machen. Wir stufen ihn einfach runter. Ist die einfache Variante. Um eine Stufe runter. Weil dann ist er dort auch drinne und wir haben ihn hier nicht mehr. Weil hier sind die, ja, muss man einfach sagen, die lieben Leute. Muss man einfach leider Gottes so sagen. Ne? Das sind einfach die lieben Leute. Glaubst du das? Und schon geht's hier wieder los. Ja, ist natürlich so ein Fall für sich alles. Ist alles gar nicht so einfach. Die wollen duschen. Und prügeln sich da drinnen schon wieder anscheinend. Manchmal habe ich das Gefühl, die gehen einfach nur da rein, um sich zu prügeln. Da unten. Ist das wieder unser Kerl? Den wir gerade runterdegradiert haben? Ich weiß es nicht. Na, zeig mir mal. Ja, das ist definitiv. Das war er, glaube ich, wieder. Ja, das ist er. 94 Jahre. Okay, wir machen die doch getrennt. Das hat keinen Sinn. Gut, du bleibst extrem gefährlich. Wir werden das hier unterteilen jetzt. Zack. Das hat nämlich absolut keinen Sinn. Und ich glaube, wir brauchen hier mal eine Kamera. Hier ist ein Duschkopf kaputt. Mach den weg. Nein, du sollst den wegmachen. Demontieren, mein Freund. Demontieren, genau. Wir machen da eine Kamera hin. Damit wir dies auch einfach mal im Blick haben. So, da ist jetzt eine Tür. Das ist gut. Wir werden jetzt hier den Trakt machen für die absolut hohen. Warum ist das nicht gespeichert worden? Keine Ahnung. Also, den Trakt jetzt für ihn. Ja, hat keinen Kantinenzugang. Das ist okay. Ändern wir noch. Du schleichst da rum. Das ist ein Boden für zum Schnelllaufen. Warum schleichst du da rum? Außerdem hat der Kerl Hunger. Ne? Ob er frech ist, ob er böse ist oder nicht, er hat trotzdem das Recht auf Essen. Guck mal, wie der rennt. So, geh in deine Zellen. Hier haben wir Ich krieg die Krise. Gut. Gehst du mit? 137 Jahre? Gegen die Tür, ist schon klar. Gut. Überhaupt nicht mein Fall, aber hier werden wir sie einsetzen. Weil hier muss ich sie einfach einsetzen, das bringt mir nichts. Der war auch schon wieder Ärger da hinten. Ah. Was nur für Geräusche, ey. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal... Nein. Wo wollte ich denn jetzt? Nein. Hier. Ach, warte mal. Da habe ich jetzt... Ja, wir werden auch noch ein paar Wachen brauchen, denke ich. Ah, jetzt haben wir natürlich auch die Zeit vergessen. Okay, wir holen mal noch ein paar Wachen. Ja,
dass wir einfach wieder Wachen haben. Es bringt sonst nichts. Ja, wir gehen jetzt hier wieder ganz stark ins Minus, aber wir holen jetzt gleich dann auch die Insassen. Aber jetzt erst einmal hier, damit wir das einfach, ja, geregelt bekommen, dass wir das hinbekommen. Achso, Essen. Ja, da war ja noch was. Also ich wäre jetzt schon fast sogar am Überlegen, ob wir sagen, wir machen eine kleine Kantine nur für die. Beziehungsweise lassen wir die arbeiten. Also, ich denke nein, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht. Eigentlich würde ich sie arbeiten lassen. Andererseits muss ich sagen, es sind ja auch nicht alle, die sich so anstellen. Das ist auch wieder rum so eine Sache. Herrschaftszeit. Es ist so gut, die Frau, wie man das mache. Wir haben jetzt diesen normalstufig. Er ist extrem. Genau, die hier hinten sind extrem, die sind normalstufig. Lassen wir diese arbeiten. Wie sieht's denn mit euch so aus? Seid ihr... Wir gucken mal einfach so ein bisschen rum. Wir können auch nochmal hier bei Informationen eigentlich mal wieder gucken. Da haben auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Wir haben auch derzeit keinen Informanten. Denn die werden uns garantiert keine Informationen geben. Das ist halt auch was, was wir dann definitiv ändern werden. Also wir werden jetzt hier auch nochmal ihn als Initiator, als extrem gefährlich einmachen, reinsetzen. Er ist sehr storrig, er ist zäh. Lassen wir mal. Wir versuchen die Initiatoren einfach ein bisschen rauszukriegen aus diesem Ganzen. Vielleicht klappt es ja dann so schon, dass wir sie... Auch ihn hier würde ich sagen, extrem gefährlich, aufgrund von zäh, storrig, storrig und Kampfexperte eben. Soweit dürfte das... Was machst du hier? Okay. Das ist halt die Frage, wollen wir sie arbeiten lassen? Also ich denke, sie arbeiten lassen, das könnte ziemlich Ärger geben, wenn wir die extrem gefährlichen arbeiten lassen. Ich würde sagen... Wir lassen die mal nicht arbeiten. Ist vielleicht auch natürlich ein bisschen fies. Okay. Da haben wir... Ja, das ist so ein Fall für sich. Den gibt es unter anderem hier. Wir haben halt auch keinen Informanten gerade. Das ist etwas schade. Ja, also ich würde sagen, die extrem gefährlichen lassen wir nicht arbeiten. Dann können wir die auch anders da essen schicken. Das ist dann auch kein Problem. Das würde ich so sagen... Dass wir die... No. Hier. Ach, wie ging denn das noch einmal? Weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwie konnte ich... Doppelklick? War das nicht Doppelklick? Da muss ich... Ach, die haben... Ich bin verwirrt. Ah, hier. Extrem gefährlich. Genau. Die lassen wir natürlich schlafen, um Gottes Willen. Aber wir lassen sie eben nicht arbeiten. Das ist halt das andere. Ja, wir lassen... Wenn die anderen arbeiten, lassen wir ihnen den Hofgang mal. Oder wir lassen sie arbeiten, wenn die anderen... Wir machen das auch umgekehrt. Wir lassen sie erst essen. Geben ihnen dann Hofgang. Und lassen sie dann arbeiten. Und dann hier bekommen sie Freizeit. Nein, hier bekommen sie Freizeit und hier Essen. Wir probieren das einfach mal. Vielleicht kriegen wir das so hin. Wir lassen sie trotzdem arbeiten, aber eben nicht so lange. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und ja, vielleicht kriegen wir das so hin. Die einen gehen jetzt essen. Da müssen wir noch ganz schnell... Ja gut, die Küche hatte ich natürlich jetzt nicht vorbereiten können. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ab, ist schon zugeteilt? Nee, ich wollte gerade sagen. Essenszuteilung. So. Geht nicht. Okay. Diese Tölle hat keinen Häftling. Was? Häftling? Häftlinge in dieser Zelle können nirgendwo essen. Ja doch, hier. Hab ich's doch. Zugeteilt. Hä? Ist nicht verordnet. Ah, jetzt hat. Jetzt hat's funktioniert. So, natürlich können sie essen. Sie sollen ja auch essen gehen. Um Gottes Willen. Ja, ich will ja nicht, dass sie verhungern. So, das ist die
erste Sache. Dann gehen wir hin und tun ein bisschen technisch aufrüsten. Und zwar hier noch eine. So. Türzeitschaltuhr einbauen, die diese Türen aktiviert. Ihr dürft nicht essen, ihr seid nämlich in Abriegelung. Ja, das dachte ich mir schon. Die Wache steht da immer noch drin herum. Gehst du mal raus da? Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Bist du deppert? Wolltest du doch nicht da drinnen bleiben? Mein Gott. Aber sie bekommen Essen, ne? Und so ist es ja nicht. Ach so, ja, stimmt. Da war ja auch noch was. Das könnten wir auch nochmal tun. Ja, so langsam geht unser Geld runter. Und wir brauchen neue Leute. Türkontrollsystem haben wir eins da. Brauchen wir also keins zu kaufen. Das ist gut. Ja, also wir haben jetzt einmal 127 Kapazität für Gefangenen. Also 127 Gefangene können wir jetzt reinholen. Die arbeiten. Die Waren arbeiten. Bei manchen geht es ja, ja, da sage ich ja dann nichts. Aber wir werden das jetzt so handhaben, einfach, dass wir das gut überwachen. Die Initiatoren werden direkt als extremst gefährlich eingestuft und dann hat sich die Sache. Die anderen, sobald die nichts tun, dann ist das okay, dann können wir das auch machen. Ja, lassen wir das so. Habe ich dann kein Problem mit. Er ist jetzt in Isolierung, aber er ist nicht direkt, oh. Keine Ahnung, der will nicht mit uns reden. Der mag uns nicht. So, und wir müssen natürlich auch, ich würde sagen, wir machen nochmal eine Razzia. Bevor wir die anderen Gefangenen holen. Ich glaube, ja doch, wir machen nochmal eine Razzia. Wenn wir das dann zeitlich nicht schaffen, ist es halt so. Ist dann auch nicht so schlimm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das hier ist der Klassenraum. Das Lager dürfte, ja, nicht ganz leer geworden sein, aber etwas. Wir haben noch viele Bänke und so. Ich gerade. Okay. 3 Tage ohne Zwischenfall. Das ist super. Wir könnten auch hingehen und sagen, die, wo lange Zeit ohne Zwischenfall waren, diese runterstufen. Das können wir natürlich auch machen. Wir können mal durchgehen und sagen, hey, du warst jetzt böse, böse, böse. Du warst jetzt, ja, was weiß ich, 4, 5 Tage am Stück wirklich lieb, hast nichts angestellt und dann können wir vielleicht auch mal drüber reden, dass wir sie runterstufen. Eben von, ja, hier, von hoher Gefahrenstufe auf normal oder von normal direkt oder von hoch auf runter. Könnten wir eigentlich eh mal gucken. Was ist mit dir eigentlich? Du bist da unten. Ach, das ist er hier. Was hast du denn so? Du bist auf jeden Fall isoliert. Hast noch ein paar Jahre vor dir. Okay, Waffenbesitz, Drogenbesitz, Aktivität, Abriegelung. Okay, dich können wir auf jeden Fall mal nicht. Dich können wir leider nicht runterstufen. Dich können wir höchstens mal auf diese Stufe hochhieven. Damit wir da einfach wieder mehr Platz haben, dass das offen ist wieder. Ja, wir könnten da mal durchgehen. Jetzt, wenn sie schlafen, würde ich sagen, dann kann man das besser machen. Wer lieb ist, wo man sagt, hey, komm, den können wir uns mal anschauen. Er ist stochig. Ein Tag ohne Zwischenfall. Das sind jetzt zum Beispiel keine Leute, wo ich nehmen würde. Ein Tag, Wenn wir dann wenigstens mal einen hätten, der vielleicht, der hat jetzt zum Beispiel nichts, aber der ist 107 Jahre hier. Boah. Das ist eigentlich schon heftig, wenn man mal drüber nachdenkt, wie lange zum Teil die in den Gefängnissen sind. 37 Jahre, hat schon 18,2. Brandstiftung abgesessen, muss jetzt noch 2-mal Einbruch, 1-mal bewaffneter Raub absitzen. Okay. 66 Tage im Gefängnis. Erfolg. 2-mal gescheitert.
Gescheitert, viermal gescheitert. Ist leider auch kein Kandidat, den ich sagen würde, komm, den setzen wir mal hoch. Beziehungsweise in dem Falle runter. Oh, hat doch gereicht. Gut, dann werden wir jetzt das tun, was ich noch gesagt habe. Wir werden uns jetzt mal schnell... Okay. Können wir vielleicht auch mal einen Angriff nehmen. Oh, wir können den Barbershop sogar... Build 2 fire detectors, build 1 fire alarm. Das können wir alles mal... Das können wir eigentlich mal aktivieren. Und das ist bis zu 200 Gefangene. Okay, wir werden uns jetzt aber jetzt erst einmal Gefangene wieder anordern, beziehungsweise holen. Und zwar... Es werden einige sein. Ich würde sagen, wir fangen mal mit... 50 an, vorsichtig gesagt. Und Build to Fire Detectors. Okay, haben wir diese hier irgendwo rumfliegen? Theoretisch müssten sie ja... Ach ja. Also ich weiß nicht, ob sie funktionieren. Ja, ich hatte sie mal schon... Ich bin jetzt gerade überlegen, sollen wir sie da unten hinsetzen mal, oder... Ich setze den mal dahin. Achso, wir brauchen zwei. Ist ja gut. Dann setze ich einen noch dahin. Und einen Feueralarm. Das machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal kurz die Türen hier verknüpfen. So. Und das machen wir folgendermaßen. Das sehen wir, glaube ich, eh gleich. Hohe Sicherheit, genau. Also, wir verbinden erst einmal diese Türen. Ich will damit einfach bezwecken, dass das automatisch funktioniert. Dann haben die Wachen mit dieser Aufschließung hier nichts mehr zu tun. Das funktioniert hier einfach automatisch. Das ist viel. Und dann... Ja, dann klappt das hier vielleicht ein bisschen besser. Wäre auf jeden Fall gut. Würde mich freuen. Die extrem... Bist du verbunden? Ne, du bist noch nicht verbunden. Jetzt ist alles verbunden, ne? Ja. So. Die extrem gefährlichen da hinten, die lasse ich nicht automatisch aufmachen. Mal noch nicht, sage ich mal. Jetzt haben wir das schon mal gemacht. Die gehen schlafen. Beim Essen kann es geöffnet werden, beim Duschen sowieso, bei Hofgang und bei Freizeit und bei Arbeit. Ja, ist klar. Wir gucken mal, ob das so klappt, wie ich das jetzt eingestellt habe. Wobei, warte mal. Bei Hofgang... Ja, nee, beim Hofgang lassen wir sie zu. Würde ich sagen. Die haben da oben nichts. Habe ich da irgendwie was? Nö, ist alles. Alles gut, alles gut. Schlafen können sie alle gleich. Und duschen. Da bin ich jetzt gerade wieder am Überlegen, ob wir das auch noch ändern sollten. Duschen, 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 duschen. Die gehen nur einmal duschen am Tag. Oh, warum nicht? Gut, Build or ein Fire Alarm brauchen wir noch. Okay. Build. Fire, Feueralarm. Ist der hier? Der ist hier. Okay. Dann machen wir den auch noch. Ich weiß jetzt bloß nicht wohin. An die Wand. Okay. Ich setze den einfach mal da an die Wand. Ich glaube, man muss die dann noch verbinden, wenn ich mich recht entsinne. Genau, die kann man nämlich verbinden. Also es ging mal nicht. Ich hatte die Mod schon mal drin. Und da hat sie nicht funktioniert. Deswegen... Ja. Deswegen... Oh. Könnten wir vielleicht auch mal zumachen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Das war mal eine Zeit, da ging sie nicht. Aber sie wurde wieder geupdatet. Deswegen habe ich sie auch mal reingenommen. Da muss man halt mal gucken. Da muss man halt mal gucken, ob das so klappt. Los, los. Schnell. Ich will testen. So, und dann... Man konnte sie nicht verbinden, oder? Man kann sie nicht verbinden. Entweder bin ich einfach nur zu... Na? Zu doof. Ach so, ja. Passt schon.
dass es deswegen nicht geht. Oder man muss sie nicht verbinden. Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich es einfach nicht geschnallt. So. Ich habe jetzt auch kein Feuer hier. Das ist halt das andere Teil. Wir könnten aber mal hingehen und im Allgemeinen unser Gefängnis ein bisschen hier so wegtechnisch ein bisschen verschönern. Das ist ja, sieht ja echt schlimm aus hier. Es liegt aber auch daran, dass natürlich vorher eine andere Mod noch drin war, die diesen Weg ja halt schöner gemacht hat. Dementsprechend, die ist, das ist ja jetzt alles nicht mehr drin. Deswegen, das können wir aber auch mal tun und dann die Zellen vielleicht bei Gelegenheit auch noch verschönern. Jetzt kommen gleich erst einmal die neuen Gefangenen. In 2 Stunden. Ich bin schon sehr gespannt, ob das dann so klappt, wie wir uns dies vorstellen. Das andere ist, wir können auch Upgrade Doors. Jetzt bin ich, ich weiß es los. Oh, jetzt habe ich da schon Upgrade geklickt. Säubert Innenbereich einmal. Installiert Upgrade. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie das dann aussehen wird. Ha. Ach so, ja. Da können wir auch noch was anderes machen. Ich gehe kein Risiko ein, meine Freunde. Absolut nicht. Aufrüstung Elektroschocker. Stimmt, wir hatten ja neue Wachen eingestellt. Die haben jetzt ihren Kurs gehabt. Apropos Kurs, da könnten wir auch mal reinglinzen nochmal. Die sind jetzt da oder noch? Nee, nee, die kommen jetzt erst. Und zwar jetzt. Der lädt noch aus schnell. Dass ihr immer da reingeht, wisst ihr? Das geht nicht. Das geht nicht. Da kommen sie, unsere neuen Insassen. Und das sind viele, auf jeden Fall. 50 Stück haben wir beordert. Ich mache auch gleich zu. Nicht, dass wir am nächsten Tag wiederkommen. Das wäre nicht so gut. So, wir haben halt keine Übergangszelle, das heißt, sie kommen halt da jetzt nicht rein. Aber das ist eigentlich so schlimm nicht, denn die kommen direkt in ihre Zellen da rein. Und ja, das sollte eigentlich so an sich passen. Macht ihr den Boden noch fertig? Ich hoffe es doch. Und da dann noch die Elektroschocker, die Elektroschocker. Nicht die Elektroschocker, sondern hier dann noch die... Achso, der hat jetzt das Upgrade. Da können wir mal gucken, was das da ist genau. Denn wir können ja mit dieser einen anderen Mod, die ich noch habe. Aha. Aha. Hopp. Was machst du da? Ah ja. Nichts. okay. Oh, okay. Ja. Okay, gut. Ja, wir können ja mit dieser anderen Mod. Schön. Oh, wir sind im Bus jetzt wieder. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir können ja mit... Wo gibt's denn schon wieder Ärger? Mensch. Mensch ins China. Oh, hier sieht das hier aus. Kann ich jetzt mal meinen Text weiterführen? Wir können ja mit dieser anderen Mod auch die Sachen färben. Könnten wir ja eigentlich mal tun, oder? Wir können ja mal... Kostet ja nicht so viel. Wir können es ja mal probieren einfach. Hier könnten wir noch die Kamera verbinden. Der hat schon 8, wenn ich mich recht entsinne. Der hat nur 3, 4, 5. Dann haben wir das hier auch mal ein bisschen besser im Blick. Wenn hier mal was passieren sollte. So, wir haben hier einen Gruppenraum. Wir haben hier noch einen leeren Raum. Und wir haben hier noch keinen Strom angeschlossen. So, die bringen jetzt das Pain-Paket.
Bin ich auch mal gespannt. Also ich habe sie schon getestet natürlich, die Mod. Aber ich wusste jetzt nicht. Also da waren die Türen weiß. Okay, er macht sie jetzt schwarz. Ich weiß nicht, ob man eine Farbe irgendwie sich aussuchen kann. Scheinbar nicht. Kommt vielleicht noch. Ja, die ist jetzt weiß. Hä? Muss ich nicht verstehen. Okay, Hauptsache mal getestet. Sieht ein bisschen ulkig aus. Aber okay. So, wir machen jetzt noch hier kurz den Weg. Dass auch dieser Weg wieder verbunden ist. Das Autospeichern. Da erschrecke ich immer, wenn Autospeichern kommt. Denke ich immer, jetzt stürzt das Spiel ab. So, die sind verbunden. Da sieht es jetzt auch wieder schöner aus. Das war's jetzt auch wieder. Noch 25 Minuten, schon wieder länger gemacht. Und wieder eine erfolgreiche Entlassung. Sehr schön, so soll es sein. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge von Bisschen Architekt, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Ansonsten Tipps, Tricks in die Kommentare. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Nightghost. Ciao.